Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Robin, und Paella. Und wir sind hier gerade unterwegs bei der Silbernen Hand und sind hier quasi auf feindlichem Gebiet, weil die uns nicht leiden können, weil wir aktuell mittlerweile Werwölfe sind. Ja, ne? Lass mal. Na komm. Lass doch mal jetzt gut sein. Wer hat dir nicht drauf? Uff. Das war solide. Ja. Wie gesagt, sind im feindlichen Gebiet. Wolfspilz, nice. Und räumen hier quasi aktuell ein wenig auf. Aela hatte noch gemeint, zur Feier des Tages. Kann man jetzt natürlich so sehen, wie man möchte. Huh. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Und der Rest ist irrelevant. Die haben auch massig Leben, ne? Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Aufgepasst, Bruder. Pass auf. Alter, die ist voll schon low. Holy Moly. Oh, die fällt auf den Boden. Ich ergebe mich. Burn, baby, burn. So. Jetzt sind wir halt natürlich relativ im Argen. Aber ich wäre ja nicht ich. Hätte ich schon was in Planung. Yes. That's more likely. Gucken wir uns mal in aller Ruhe um, während wir uns wieder heilen. Ja, Lachs, schön. Oh, wir leveln hier so verrückt. Können wir mal gucken, wir können nichts machen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir sind voll. So. Haben wir hier noch was? Oder ging es da einfach nur zur Wand? Ja, ging zur Wand. Gehen wir mal weiter. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen sie die Hautabzieherin. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Verstehe ich gar nicht. Stroh. Wichtig. Hier. Ist da jemand? Ist da jemand? Wie die schon wieder dodgen, wie die Verrückten, ne? Aus eurem Fell mache ich mir ein schön. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Das ist euer Ende. Weißt du was? Na komm, so. Dann haben wir jetzt nämlich unsere Ruhe vor den vollen Bogen. Nein. Der Grundgedanke war geil. Die Umsetzung war einfach nur miserabel von mir. Aber ich stand den jetzt komplett aus dem Leben. Was war das? Neues. Nice. Nenn mich Robin Hood. Oder voll in der Fresse stecken. Oh, die ballert aber mir ganz schön in den Nacken rein, ey.
So. Was ist hier? Okay, das ist nichts, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Oh Lolli, haut aber einfach rein wie sonst was. Dann leveln wir uns gerade mal so. Nee, abbrechen wir mal Ausdauer wieder. Yo, Madame. Holdes Weibstück. Das ist euer Ende. Also langsam ist auch meine Geduld hier mal zu Ende, ja? Töte sie nicht. Sie soll mir sein. Kann ich auch die anderen noch essen? Werwolfsfortschritt gesteigert. Sind da noch mehr, die ich naschen kann? Da hinten ist einer. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrat. Eine Gruppe versteckt sich in Ostmarsch. Holt es zurück, zum Ruhm von uns allen. Wer auch... Sonst ist hier nichts, ne? Da noch? Ne, das ist nichts im... Da kann ich nichts nagen. Komm, 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 komm. Hier noch vielleicht jemand? Doch, ja, hier lang. Hätte ich doch eine weggeballert. Da. Yes. Ich will wissen, was da noch kommt. Also ist da irgendwie was wirklich, wo ich wirklich noch leveln kann? Also nicht leveln im Sinne von, da ich ja noch ein Skilltree bekomme, sondern ob ich da halt irgendwie noch eine neue Fähigkeit bekomme, von wegen, Ich fände es cool, wenn tatsächlich dieser Buff von wegen, also so wie lange ich halt hier jetzt der Dude sein kann. Die habe ich jetzt schon gehabt, ne? Oh. Das wird jetzt verlängert, das heißt, ich renne jetzt einfach mal kurz hier durch. HZZ, Wolfsbla, Fortschritt. Werwolfs, Talent, Fortschritt. Was steht da? Gesteigert. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo jetzt ein Skilltree wirklich haben. Ich nasche die ganze Bande weg, ey. Scheiße. Kann ich den auch noch naschen? Ah, nee. Oder? Nee. Aber ich habe hier noch irgendwo einen genascht. Das war der da. Wer war denn verfügbar? Oh. Habe ich da noch einen gehabt? Sorry, dass ich das jetzt so durchziehe, aber ne, ist halt mega nice. Ich frage mich, ob ich auch Drauge naschen kann, weil wenn ja, dann kann ich den Effekt auch ganz easy einfach mal irgendwo in einem Dungeon mal benutzen. Wie ich hier durchspaziere. Lalalala. Hier hatte ich irgendwie Gegner gehabt. Nee, oder? Okay, bei dem... Hä, sind die despawned oder was ist hier los? Ich glaube, die sind despawned. Lol, ich kann richtig wie ein Wolf laufen. Zack. Das finde ich jetzt richtig nice, ne? Okay, habe alle.
Das heißt, ja, Werwolfsfortschritt verfügbar. Den habe ich jetzt genascht, den habe ich auch genascht. Oh, es sieht so geil aus, wenn wir so laufen. Also, oh, es wird. Ich denke mal, ne, so wie halt es geredet wird von einem Heilmittel und sowas, denke ich mal, es wird eins geben. Ne, hier ist nix. Und da ist der schon direkt. Aber. Ich finde das schon ganz schön cool. LOL! Aha, und jetzt kann ich hier das verbessern. Zwei Talente habe ich verfügbar schon. Bestialische Stärke. Oh mein Gott, dann können wir die echt so leveln, dass wir im Bestfall die einfach auf unsere Reise mitnehmen. Das ist so geil. Ich finde es vor allem halt so witzig, weil wir sind halt ein Khajiit, also sprich eine Katze, die zum Hund wird. Also ein Wolf, aber halt, ne, im übertragenen Sinne. So eine Katze, die zum Hund wird, ey, so witzig. So. Tierkraft. Zusatzpunkte für Gesundheit und Ausdauer im Bestiengestalt. Was haben wir hier? Das Werwolfsheulen, Totem der Bruderschaft, ruft Eiswölfe herbei. Oh. Das Heulen, das Schrecken. Was ist das? Heulen des Schreckens der Werwölfe betrifft höherstufige Kreaturen. Totem des Raubtiers. Das Werwolfsheulen Totem der Jagd besitzt eine größere Reichweite und zeigt an, ob sich Ziele im Kampf, was? Im Kampf, nicht im Kampf oder auf der Suche befinden. Das finde ich cool. Tierkraft, was ist das denn hier? Nähren stellt doppelt so viel Gesundheit wieder her. Du kannst dich von den meisten toten Wesen nähren. Das Verzehren von Kreaturen verlängert die Dauer allerdings nur halb so lange wie das Verzehren von Personen. What? Das Verzehren von Kreaturen verlängert die Dauer allerdings nur halb so lange. Ach so, also Personen verlängert halt, ich sag mal, 100% von dem, was man halt man das verlängern kann. Sagen wir mal zum Beispiel 20%. Aber Kreaturen machen halt dann quasi nur die Hälfte, also sprich nur 10% oder 10 Sekunden oder wie auch immer. Ne? Okay, verstehe. Es heißt eigentlich, das ist eigentlich der ganz gute Weg, um halt das länger zu halten. Und hier sind halt haufenweise Effekte, nur ich weiß ja nicht, wie man die ganze Heulerei da machen kann. Was hat man hier? Dann kann man die Eiswölfe... Ruft Werwölfe herbei, Alter. Oh shit, Alter. Das ist richtig witzig, wenn du so ein richtig fettes Battle hast. Da kommen einfach nochmal so zwei Werwölfe und dann richtig gebash, ey. Aber ich finde tatsächlich erstmal das hier ganz interessant. Ich muss erstmal halt wissen, wie man halt überhaupt irgendwas ruft. Ah, okay, ich kann auch einfach gedrückt halten, das ist ein Auto-Attack. Links wahrscheinlich dann genauso, logischerweise. Wenn ich beide drücke, dann kann ich komplett eskalieren wahrscheinlich. Aber wie heul ich oder wie mache ich Sachen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Neue Talente werden verfügbar, sobald genug Leichname verzehrt wurden. Für jedes neue Talent müssen ein paar mehr verzehrt werden. Okay. Cool. Ich könnte wetten, weil im DLC, was war das denn nochmal? Hardfire? Nee, Dawnguard gab es, glaube ich. Dann kann man ja auch Vampire bekämpfen. Ich könnte wetten, man wird auch selber zum Vampir. Dann hat man bestimmt so die Effekte so nebeneinander, das ist so ein Werwolf-Vampir. Also, das wird richtig witzig, ey. Ja. Ich frage mich halt nur, ob es jetzt bei mir auch so random wird wie bei dem... Sindling, der vom Hersine war. Und wie kann man vor allem halt jetzt rufen oder so? Das Auto laufen. Okay. Das war jetzt das.
Ich komme hier auch direkt, also ich kann nicht ins Inventar, ich komme direkt hierher. Das heißt, ich kann auch nicht irgendwie jetzt auswählen, welchen Schrei ich mache. Das heißt eigentlich, mir bleibt nichts anderes übrig. Was macht er? Warte. Ah ja gut, also das hält ziemlich lange. Ich würde gerne tatsächlich irgendwo sehen wollen. Okay, mittlere Maus, also bringt auch nichts. V, nö, B auch nicht, M auch nicht. Warten kann ich für eine Stunde, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Oder auch länger. Wunderbar. Okay. Bumm, bin wieder da. So, dann looten wir mal hier noch ordentlich zu Ende. Meisterschloss, Alter. Mach mich nicht narrig, ey. Okay, das ist auf jeden Fall komplexer, als ich dachte. Ich habe das damals im ersten, allerersten Playthrough, also so auch für, wo ich privat noch gespielt habe, habe ich das mal natürlich auch dann erreicht, diesen Werwolf-Status. Und wo ist denn das hier zu Ende? Da? Nee, da auch nicht. Und habe es aber sofort versucht, wieder loszuwerden. Oder fand es halt auch generell dann schon irgendwie nervig, weil ich halt das auch am Anfang, glaube ich, nicht verstanden habe. Bin mir auch nicht sicher, ob das mit dem Werwolf-Ding schon so vorher auch schon so drin war. Also in der Art mit Skilltree und dies, das. Kann mir natürlich vorstellen, weil ich habe damals auch, glaube ich, dem ganzen Thema mit dem Talent und alles nicht so wirklich Beachtung geschenkt. Alter, ich verliere meine Dietrich. Aber ja. So, genug gelabert. Jetzt können wir auch ruhig mal hier fertig werden. Ich gehe mal genau auf die Recht. Auf die Niete. Nee, es wackelt auch nur so doof rum. Nee. Jetzt haben wir schon hier investiert. Jetzt müssen wir auch durchziehen. Okay, es muss irgendwo links sein. Dann nutze ich die Skala mal ein bisschen. Es kann doch nicht sein. Ich breche mir einen am anderen ab. Oh. Okay, jetzt haben wir es. Oh. 10 oder 15 verbraucht, ey. Wenigstens gute Sachen dabei. Und Zwergenschild. Jesus fucking Christ, Alter. Das ist richtig gut. Das ist verdammt gut. Der Schild davor, denn da war ja noch Eisen. Deswegen, wir haben uns gerade komplett nach oben geboostet. Den packen wir. Ah, wir geben den keine Nummer, glaube ich, oder? Wenn ich dem jetzt eins gebe und dem zum Beispiel eins. Nee, es geht nicht. Das heißt, ich müsste. Ja, komm, scheiß drauf. Dann nehme ich jetzt den einfach in die Hand und den dann so. Buh! Dann stehen wir hier so. Zack! Richtig gut. Also. Wir gehen jetzt mal zurück zur Aela, Paelia. Die haben wir schon fertig genascht. Ah, hätte die dich auch noch ernähren können, oder? Kann das sein? Naja, ist ja auch egal. Was ist hier nochmal gewesen? Oh. Jetzt mache ich die Tür auf, dann steht da noch so ein Werwolf. Das wär's. Kuckuck. Perfekt, ey. Ein Lootraum. Die hat keinen Bock mehr so. Alter, ist der immer noch hier? Der soll doch eigentlich nach Hause laufen. So. Da ist nichts Interessantes. Da ist auch nichts. Da ist noch ein Seelenstein. Guck, hat sich schon direkt wieder gelohnt hier. Sonst ist hier nichts. So. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier zurück zur Hautabzieherin. Schönen guten Tag, ich bin's. Oh, Alter, hier habe ich auch echt ein Blutbad hinterlassen. Aber ich habe den nicht wirklich. Also, man sieht halt nichts, was ich getan habe. Finde ich jetzt. Also, blöd, das klingt ein bisschen schade, weil ich habe ihm angeblich das Herz rausgerissen. Man sieht es nicht. Realismus, hallo.
Aber na gut. Muss ja nicht alles zu detailliert sein. Vielleicht, wie auch immer. Das alles. Das ist doch... Ist es nicht besser als meine Rüstung, die ich jetzt habe? Sag mal. Warte mal. Also ich hatte 65 auf die. Ich habe 68, Alter. Aber die sieht halt nice aus. Und ich habe halt bisher noch keine Rüstung bekommen, deswegen... Ja. Sorry, Bro. Aber die nehme ich mal mit, ne? Danke. Hier liegt auch noch einer von denen. Alter, das sah erst kurz echt aus wie Lydia, ne? Ich dachte so, Alter, hä? Wie, die war dabei? Apropos, die müsste auch jetzt auch eigentlich daheim chillen, ne? So, den hatten wir gerade. Wo ist denn die Hautabzieherin? Habe ich die nicht hier hinten? Nein, die habe ich da hinten vernascht irgendwo. Hier oben? Nicht. Na, es ist die hier. Es ist die Hautabzieherin. Krass. Ich dachte eigentlich, dass die irgendwie... nicht selber in der Hand angezeigt wird, sondern auch mit ihrem Namen, da den sie hatte. Alles aus Eisen. Ja, dann looten wir mal die große Surprise Box. Keine Falle dran, hoffentlich. Oh Gott. Geil. Sehr geil. Nice. Das könnten wir eventuell noch verkaufen. Entweder halt zerstören oder halt verkaufen, eins von beiden. Dann geht's jetzt hier weiter. Da ist nichts mehr drin. So. Tür öffnen. Alter, wie die da steht, das ist so richtig Horrorhaus, ey. Aber krass, also Werwolf, das ist so nicht komplex, also es ist jetzt nicht irgendwie game-changing oder sowas, aber dass es doch so in die Tiefe geht, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Nebeneffekt von wegen, hier, du kannst einmal kurz upragen und dann ist cool. Ich finde es auch geil, wie der eine Angriff, ich weiß nicht, ob es beide Angriffe sind, also links sowie rechtsklick. Den kann ich eigentlich auch mal gerade mal. Wo ist denn der hier? Da. Favorit. Liegen hier viele rum? Ja, komm, für drei lohnt es sich auf jeden Fall, oder? Für drei Nasch-Optionen. Ja. Machen wir mal kurz hier. Oh, weißt du was? Da drüben ist ein. Wollen wir es testen, wie stark wir sein können? Wir testen es, oder? Okay, also, wir haben das favorisiert, aber es ist gerade nicht verfügbar wahrscheinlich. Wir warten einfach mal. Kommt alles noch mit in die Folge. Wir müssen jetzt hier rumexperimentieren, Leute. Es geht sonst nicht. Wir müssen einfach herausfinden, wie krass können wir sein. Mein Gedanke war... Was wollte ich gerade sagen eigentlich? Schon komplett wieder den Faden verloren. Also wenn wir die drei jetzt hier naschen, dann ist ja die Dauer eigentlich, also ich weiß nicht, ob wir halt so ein gewisses Maß haben von, okay, wir haben jetzt 100 Sekunden und wenn wir halt jetzt einfach essen, kriegen wir immer wieder mehr auf den Timer. Na, da oben. Hallo, ich bin's. So einfach nur zum Naschen da. Ist das bescheuert, ey. Da liegen noch zwei eigentlich, oder? Oder hat jetzt beide gleichzeitig genascht? Oh oh. Entweder war das wegen Blutrausch-Scheiße da. Gesteigert, okay. Aber da passiert jetzt noch nicht so krass was. Hätte ich ja keine Kreaturen so richtig. Ziehen wir mal schnell durch. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu weit weg, ey.
Ich muss ja dann auch die. Wobei, ich kann die ja nicht naschen. Ich kann nur Menschen aktuell naschen. Finden wir es heraus. Kann ich schon was naschen? Was Neues? Nee. Naschen. Ja, bei mir ist jetzt alles naschbar. Mal gucken. Vor allem mal gucken, wie lange wir Zeit noch haben. Voila! Das ist halt so OP, Alter. Das ist so krank. Hilfe? Oh, aber der Schaden macht er mir auf jeden Fall ordentlich. Vielleicht sollte ich erstmal warten. Wohin rennt der eigentlich? Hat er Angst vor mir? Kann das sein? Nähern. Wurde nochmal angedingenst. Dahinter liegen sogar noch Sachen, ey. Belastend. Wenn wir jetzt einen Hit von dem bekommen, ist das, sind wir safe dran. Kriege ich ihn eigentlich so einen Sprintangriff hin? LOL, er liegt auf dem Boden. Yes! Riese zählt nicht zu Menschen, das ist klar, habe ich mir schon fast gedacht. Aber es hält schon ziemlich lange an. Also. Ich meine, ich habe ja schon. Oh no. Oh fucking no. Das ist auch vor allem noch so ein. Federn. Oh nein! Nein, 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 Dude. Nee, du. Das war mir direkt das nächste Ding, ey. Ich laufe mal gleich zurück. Oder laufe ich zurück? Ja, ich laufe schon zurück. Oh, nee, das ist da unten sogar. Habe ich jetzt eigentlich relativ wenig Bock. Alter, also, vor allem, was ist das für eine Drache? So mäßig. Okay, er hat mich wieder gesehen. Alter, sieht der nice aus. Ich bin so froh, dass ich dieses Mod runtergeladen habe. Mit draufgepackt habe, meine ich. Spring, spring, spring. Okay, das wird irgendwie gerade kritisch. Könnte ich nähern. Ich glaube, ich gehe jetzt auf jeden Fall voll auf nähern, damit ich auch andere Kreaturen wegballern kann, weißt du? Hilfe? Bist du bei mir? Sehe ich jetzt den als Kreatur irgendwo rum? Au! Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Weg, weg, weg. Renn einfach, egal wohin. Ja. Oh. Thank the Lord, Alter. Okay, das ist überhaupt nicht gut, dass ich jetzt hier runterfalle. Genauso ist es nicht gut, dass. So, jetzt fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das, das, das. Zwergenhelm, nice, nehme ich mit. Zwergenschwert, nee. Nehme ich mit. Schnell durchsprinten. Alter, was ein Chaos, Digga, ey. Scheiße. Okay.
Step by Step. Die beiden Sachen, das mitnehmen. Nehme ich mit, lasse ich liegen. Das hat Regeneration. Ich muss mal gucken, ob ich das verkaufen, zerstören kann. Die Lederrüstung, soll ich die mitnehmen? Ich nehme die mal mit und leg die daheim ab. Oh ne, komm, jetzt gehen wir noch nicht. Oh. Ich brauche Leben. Oh, er greift mich an. Ich weiß nicht, ob ich zurück angreifen sollte. Deswegen halte ich mich noch gerade ein bisschen zurück. Er kann mich dadurch angreifen. Willst du mich verarschen? Wie viel Leben hast du? Nee, I'm out. Out of this business. Ich habe eine Idee. Das ist mein Ticket für die Freiheit. Wo ist es? Alter, fuck mich jetzt nicht ab. Ich hatte einen Zaubertrank. Bin ich jetzt doof? Lol. Diese Stadt ist nicht mal auf der Karte eingezeichnet. Boah, er weiß ja, dass ich hier bin. Snack dir den Fuchs, aber lass mich in Ruhe. Da gehe ich jetzt nochmal schnell hin. Zwergen habe ich jetzt schon. Wie kann ich dem jetzt entkommen? Ich brauche auf jeden Fall. Warte mal, habe ich eine neue Stufe? Ne, habe ich nicht. Heißt, ich brauche erstmal Ausdauer über Regeneration. Und die Beine in die Hand nehmen. Hallo Fuchs. Ich glaube, wir sitzen beide jetzt im selben Boot. Ne, da will ich jetzt gerade nicht runter, ehrlich gesagt. Alter, oder ich greife den einfach an, oder ich werde ihn einfach nicht los. Gift drauf. Attacke. So, Essen. Habe ich mir Gott sei Dank ein bisschen was eingepackt. Das bringt mir nicht viel. Stamina. Das kann man schon mal gerne machen. Zweigling? Warum ist hier ein Zweigling? Ich habe nur kurz oben in der Lebensleiste gesehen, dass da Zweigling stand. Kann ich hier noch irgendwas Krieger? Einhandwaffen. Krankheitsvorstellung Verteidigers. Blocken. Irgendwas mit schwerer Rüstung vielleicht? Blitzresistenz. Der macht die ganze Blitzschaden. Okay, er ist tot. Nächster. Zweigling. Warte, da brauche ich Feueratem. Nein, das ist Feuer. Ich habe sie in die falsche Richtung geballert. Oh Gott, ich bin kurz vor tot. Ja. Nein, ja. Ich habe ihn gerade meine Waffe weggelegt. Darf ich jetzt mal kurz? Danke.
Er heilt sich halt wieder. Ist das dein Ernst? Geh nieder. Ja, ist ja quasi nichts gewesen jetzt hier als Gegner, ne? Natürlich kann ich jetzt nichts mehr tragen. War ja klar. Was für eine Scheiße. Alter Vater, ey. Egal, über dieses Drama mit von wegen, was ich jetzt ablege oder so, kümmere ich mich gleich drum. Ich bedanke mich dafür trotzdem recht, dass ihr noch bis jetzt dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und haut rein. Scheiße.